Und dann, nicht, dass es das absolute Peinlichste schon war, habe ich gesagt, ich brauche mal einen kurzen Moment. Habe mich hingesetzt, habe mich entstofft von dem Buch. Tada! The future is now, now. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Q&A. Ich finde wirklich Frage-Antwort-Spiel immer noch schöner als Q&A. Ellen, irgendwann ist dieser Witz, ein jeder Witz ist irgendwann einfach aufgehört. Können wir es nicht einfach umbenennen? Warum sollten wir? Weil alle Q&A sagen. Ey, wir sind 35, sind hier YouTuber, wir müssen ein bisschen cool sein. Okay, also Q&A. Q&A. Hey, welcome. Ich kann nicht cool sein. Auf jeden Fall darf ich wieder Steffi Fragen stellen. Wunderschön. Oh. Und cool bin ich. Super. Los geht's. The One. Als hätte ich das geschrieben. The One fragt, macht doch mal bitte ein Video über eure Motivation für das Pastorenamt. Gab es ein Berufungserlebnis? Haben wir darüber noch nicht schon mal geredet? Würdet ihr euch auch in der Verfolgung oder bei großem gesellschaftlichen Druck ausüben? Verlobung gelesen. Okay, das waren jetzt, sind jetzt alles gleich so. Ja, das ist voll krass. Riesenthemen. Okay, Motivation. Aber es ist ja auch The One, der das fragt. The ja, One okay. darf. Okay, The One. Motivation zum Pfarrberuf. Nein, ein Berufungserlebnis hatte ich nicht. Ja. Du? Alle Freikirchen schalten jetzt ab. Na gut, dann wäre das so. Aber ich habe angefangen, Theologie zu studieren, weil ich mal Lektorin werden wollte, also später in einem Verlag arbeite. Das war eigentlich so mein Berufsziel. Und das mit diesem Pastorendings kam dann erst so nach und nach, weil man ja immer mehr mit Leuten zu tun hat, die diesen Beruf ergreifen und so. Aber dass ich mich dann wirklich dazu entschieden habe, das war dann erst so ungefähr einen Monat vor meinem Abschluss tatsächlich. Dass ich gesagt habe, ich probiere das zumindest mal aus. Und die Kohle stimmt. Und im Ausprobieren war dann ganz schnell ganz klar, es gibt gar nichts anderes, was ich machen möchte. Genau. So viel zu ob meiner Motivation. Ob du es in der Verfolgung. Ja. Warte, wir brauchen was zu Special Musik. So, ob es in der Verfolgung. So, so aus so, so einem römischen, historischen Film, so Thron. Das hätte ich jetzt gerne noch. Warte, kurz genieße es. Guck böse. Du kannst gar nicht böse gucken. Nee. Okay, los. Das ist immer total schwierig zu sagen, oder? Also könntest du jetzt sagen, also natürlich würde ich jetzt sagen, na klar, hey, gar kein Problem. Aber ich weiß nicht, wie es dann mir zum Beispiel ergangen wäre in der NS-Zeit. Also genauso wie die Frage, wenn heute Leute sagen, also ich hätte mich gegen Hitler gewehrt oder so. Ich finde, so einfach kann man das nicht sagen. Also auch wenn ich jetzt sage, ja, aber in der Situation selber, ich will kein Urteil über alle Leute allesamt fällen. Ja. Okay, dann eine Frage für dich. Welcher Theologe? Oh, scheiße, ich wusste, dass die Frage hat, ich hatte die ganze Zeit Angst vor dieser Frage. Hat dich denn an der Uni Halle so begeistert? Ach, habt ihr noch Kontakt zu euren Theologieprofs? Ich wette, das ist ein Theologieprofessor aus der Uni Halle, der jetzt seinen Namen hier hören will. Nee, das ist Markus. Ja, nee. Die heißen alle Markus, Lukas, Johannes. Geschrieben hat Markus Erhard. Ich glaube, den also. Kennen wir. Also muss lieber, das jetzt ein hallischer Theologe sein? Ja, hatte ich denn an der Uni Halle. Also Markus, ich glaube, Steffi hat in Halle nicht wegen der Prof so gerne studiert. Doch, passt auf, aber das ist jetzt echt ein bisschen krass traurig für alle meine Hallenser Professoren. Ein Dozent am Katholischen Institut, den habe ich sehr gern gehabt. Ich grüße Christian Schramm und er wird mich jetzt hassen, dass ich das tue. Ich habe dich übrigens neulich mit deinem Kind auf dem Fahrrad in Hildesheim gesehen und wollte eigentlich Hallo sagen, aber ich weiß gar nicht mehr, ob du mich noch kennst. Ja, ich habe gerne bei ihnen studiert. Ich glaube, wir waren schon beim Du, aber ja. Der hat mich, und natürlich, die waren alle viel schlauer als ich. Und ich war ja auch jemand, der nie in die Bibliothek gegangen ist. Und die haben mich halt auch immer erwischt, die Professoren. Aber ich kann sie alle leiden. Herr Waschke, Herr Meinold, Herr Schnelle, der allerdings Homosexuelle, glaube ich, nicht gut leiden kann. Aber ja, ich fand die alle ganz... Also ich bin nie an eine Uni gegangen, weil da ein Professor war. Weil die waren alle schlauer als ich und die hätten mir alle was zu sagen. Okay, du bist dran. Aber Herr Ulrich hat gesagt, ich werde mein Studium nicht schaffen. Tada, tada. Ja, der war nämlich der böse Professor. Das war der? Der hat gesagt, ach, sie schaffen das eben. Tja, heute bist du Pastorin. Ja. Also und YouTuberin. Und Autorin. Auch das noch, ja. Genau. Also. Welche Bibelstelle möchtet ihr nie predigen, fragt Johanna Eggers. Und was war euer peinlichster Gottesdienstmoment? Du nimmst die Bibel, stelle ich den Gottesdienstmoment. Yeah. Ich glaube tatsächlich, es gibt in der Bibel so seitenweise
Geschlechterfolgen. Also Aaron zeugte Mesu und Mesu zeugte Davo und Davo zeugte Dora und Dora war die Mutter von und X war der Vater und das geht über... Und da gibt es in Chronik ein Muschi. Wirklich, stimmt, es gibt den Namen Muschi. Muschi ist genau. Ein biblischer Name. Und darüber möchte ich nie predigen, wer wen wann wieso weshalb zeugte. Also das finde ich extrem anstrengend. Ansonsten ist es mir eigentlich relativ egal. Ich glaube, sie wollte hören, Gott schuf Mann und Frau, aber... Ja, da hast du schon gleich wieder einen Übersetzungsfehler gemacht. Gott schuf sie männlich und weiblich. Ja, aber ich glaube, so eine Bibelstelle wollte Johanna Eggers hören. Wollte sie gerne hören? Mhm. Hm. Gut, aber selbst darüber könnte man sogar gut predigen, weil dann könnte man den Leuten vielleicht mal erklären, was in diesen Bibelstellen eigentlich wirklich drinsteht. Und denen was davon erzählen, was sich die Leute damals vor 2000, 2500 Jahren gedacht haben, als sie solche Texte verfasst haben. Denn das wäre tatsächlich mal wesentlich. Also nee, ansonsten gibt's nichts. Hast du eine Bibelstelle, über die du nie predigen willst? Naja, das Weib schweigt in der Gemeinde. Das wäre doch auch mal gut, darüber zu predigen. Das ist dann performatives Predigen. Genau, du gehst hoch, schweigst, gehst wieder runter. Stimmt, wäre eine gute Predigt. Ja, stimmt. Wäre auch easy vorzubereiten. Ja. Und ich wünschte, alle wären wie ich, finde ich auch immer ein Burner. Stimmt, der gute Paulus hat diesen Satz gemacht. Darüber könnte man sehr schön predigen. Steffi würde dazu viel einfallen. Ja. Okay, und dein peinlichster Moment im Gottesdienst? Ja, jetzt wo ich so... Also mein erstes Mal predigen, ja. Ich war so nervös und hatte das erste Mal ja nur diesen Talar. Und ihr müsst euch das vorstellen, also zumindest war es bei mir so, man darf ja nicht einfach allgemeinern, ich Botschaften und so, zog ich voller Stolz diesen maßgeschneiderten 1.000-Euro-Fummel an, ja. Und dachte, geil, ich habe es geschafft. Mutti wird stolz auf mich sein. Und es ist wie ein Fußball auflaufen auf dem Fußballfeld, wenn du endlich die Nummer 10 auf deinem breiten Rücken tragen kannst. Und so schritt ich hoch auf die Kanzel, habe aber vergessen, dass es sehr viel Stoff um einen drum ist und er verhakte sich unter meinen Füßen. Und ihr müsst euch das vorstellen, Steffi geht so eine Treppe ja, quasi. Ich bin, du fällst gerade in meiner Geschichte. Weil ich das von außen gesehen habe und das so lustig war. Ja, aber hier kann man es nicht so gut vormachen. Also die Treppe geht hoch, ich müsste also immer höher werden, aber es geht nicht, weil immer mehr Stoff runter ist. Und anstatt hochzugehen, was dann so und dann ich dachte, dass es das absolute Peinlichste schon war, habe ich gesagt, ich brauche mal einen kurzen Moment, habe mich hingesetzt, habe mich entstofft und bin hoch, tada, und bin weitergelaufen. Also es war echt super peinlich und ich bin keine Meisterin damit, mit Pannen gut umzugehen, was man im Studium immer lernt. Ich mache jede Panne zum Thema und es stört natürlich ein bisschen den ganzen Gottesdienst. Ja, aber die Pannensteffi zieht auch Leute in den Gottesdienst, Kinder, zieht auch Leute in den Gottesdienst. Ja. So, das gut, war's. Der peinlichste Moment, dann... sie ist jetzt dran. Doch, das hier ist mal eine ganz nette Frage für dich. Steffi, was macht eigentlich der Community-Spitzname? Ist dir schon was eingefallen? Ja, ich sag jetzt inzwischen immer nur Kinder. Kinder. Ja, es muss ja nicht immer mega aufregend sein. Ja, das stimmt. Kinder. Ja. Kinders. Und Mama Steffi darf alle anderen auch gerne Kinders nennen. Du bist Mama Ellen. Da haben sie hohe Erwartungen an dich. Das möchte ich jetzt, dass du das mal aufklärst. Hey Ellen. Lille Ringbubü. Schreibt, hey Ellen, welche Sprachen sprichst du denn oder welche hast du gelernt und welche Sprachen würdest du denn gerne sprechen? Okay. Englisch und Französisch hatte ich natürlich in der Schule und dann hatte ich im Studium, kam noch dazu Latein, Hebräisch und Griechisch, aber natürlich die Totensprachen, ne? Also nichts, womit man irgendwie in der Welt was anfangen könnte. Und richtig gerne sprechen würde ich ja seit einigen Jahren Arabisch. Ach, weil wir da den wunderschönsten denn ich hatte Mann ein Erlebnis, der Welt gefunden haben. Genau, ich hatte ein Erlebnis, das war so eine kleine Produktion, so eine Art Jugend-Talkshow war das, aber die war auf Arabisch und dann hatte ich also so einen Knopf im Ohr, wo so ein Übersetzer mir das, was die anderen sagten, immer ins Deutsche übersetzte und er übersetzte dann für die anderen das, was ich auf Deutsch gesagt habe. Und dieser Mann, den ich da im Ohr hatte quasi, das war... Also wirklich einer der tollsten Menschen, die mir, also ein so gut aussehender Mann, also wirklich so der,
Also so jemanden habe ich seitdem und danach auch nie wieder gesehen. Und ich wollte jetzt unbedingt dieses Arabisch, was er dann immer gesagt hat, auch sprechen können. Also das wäre noch so wirklich das, was ich wirklich, wirklich gerne können würde. Das war vor ungefähr 10 Jahren. Und ich werde es nie vergessen. Ja. Ich werde diesen Mann nie vergessen. Aber selbst ich fand ihn wirklich, wirklich, wirklich attraktiv. Ja, unglaublich. Da haben wir schon gesagt, der muss spenden. Wahnsinnig attraktiver Mann. Im Anschluss an eure Namensdiskussion, warum wollt ihr überhaupt den gleichen Nachnamen tragen und nicht jede ihren ursprünglichen weiter? Ja, hätten wir, glaube ich, wären wir ein heterosexuelles Paar, hätten wir das gemacht, dann wäre es mir völlig egal gewesen, weil dann ist man ja Mutter, Vater, Kind sowieso irgendwie Familie. Das ist ja heutzutage jetzt auch nicht mehr ungewöhnlich. Aber als Regenbogenfamilie ist ja einer mit diesem Kind erstmal biologisch nicht verwandt. Und wenn der dann nicht mal den Namen hat, das habe ich mir schwer vorstellen können. Deswegen war für mich oder uns eigentlich wichtig, dass wir einen und denselben Familiennamen haben. Ja. Also das war für uns wirklich das Wichtigste. Das gab es auch gar keine große Diskussion um Doppelnamen oder so, weil wir wollten einfach wirklich gleich heißen, um nach außen immer gleich deutlich zu machen, wir sind eins. Das ist ein bisschen ein Politikum. Ja, so ein bisschen. Ich frage mich aber allerdings, ob du, wenn ich drauf bestand, du hättest aber trotzdem eher Radke als Köller genommen, glaube ich. Ja. Das nimmt meine Mutter die heute noch übel. Liebe Sabine, Entschuldigung. Das meinst du nicht ernst, das merkt sie. Ja, aber weil sie auch merkt, dass Ellen Köller einfach nicht so wirklich gut klingt. Ellen Köller, das klingt voll besoffen. Nicht so ganz gut. Nicht naja, okay, aber die Entschuldigung hätte schon auch aufrichtig kommen können. Ich finde es trotzdem wirklich nicht schlimm, dass du den Namen aufgegeben hast. Allein vom Klang ist das die bessere Wahl. Ich finde das auch nicht schlimm, dass du den Namen aufgegeben hast. Richtig? Weil du dafür eine ganze Menge bekommst. Also ja, tu mal nicht so. Du bist Vegetarierin, da ist nur noch ein Stück Fleisch. Nix da. Hast mich auf ganze... Nimm mal kennt die nächste noch, Frage, wir müssen durchkommen hier. Wir haben nicht mehr so viel kennt Zeit. Kennt ihr noch die Brabus-Horoskope? Da gab es ein Zeichen auf der ganzen Linie, hieß das. Ja, da gab es ein Emoji und das hieß, auf der ganzen Linie hast du mich verarscht. So. Ich glaube, das war sogar der hier. Wir müssen durchkommen, die müssen nach Hause. Hier, die beiden liegen doch voll im Trend. Ich glaube, er meint. Die beiden? Ja, uns, Johannes Ost. Ich glaube, das ist so ein Kritiker, so ein Hater. Aber ich bin mir nicht sicher, sorry, falls ich dir Unrecht tue. Die beiden liegen doch voll im Trend. Warum laufen der evangelischen Kirche trotzdem so viele Leute davon? Da müssten doch alle liberalen Menschen in Scharen in diese Kirche eintreten. Okay, also das spielt mit diesen Dingen, mit diesem Vorurteil. Immer wenn sich unsere Kirche in irgendeiner Art und Weise liberal äußert, was genau auch immer damit gemeint sein sollte, zum Beispiel als sie sich in der Flüchtlingsfrage dazu geäußert hat und gesagt hat, man lässt keinen Menschen ertrinken. Punkt. Danke an dieser Stelle an Pastorin Sandra Bilz, die das so deutlich gesagt hat. Kam von irgendwelchen angeblichen Christen dann die Meldung, wir treten aus der Kirche aus, das kann doch nicht sein, Kirche unterstützt Schlepperei und so. Dann wird immer damit gedroht, dass die ja aus der Kirche austreten. Und damit spielt jetzt wahrscheinlich auch dieser Kommentar, der sagen soll, euer Liberalsein bringt euch überhaupt nichts. Das Ding ist, wir sind nicht liberal, weil uns das irgendetwas bringt, wenn ich auch mit diesem Begriff liberal nicht so viel anfangen könnte. Wir sind so, weil wir so sind und weil wir glauben, dass alle Menschen gleich sind, weil wir glauben, dass Gott alle Menschen gleichwertig geschaffen hat und weil das unsere tiefste Überzeugung ist. Ob uns das etwas bringt oder nicht, ist erstmal vollkommen egal. Ja, und vor allem, was heißt das im Umkehrschluss? Sei bitte anders, damit du Leute in die Kirche kriegst, die du aber... Also dafür, dass du andere verletzt, ist ja auch irgendwie... Ja, also einfach... Also dein Plan geht nicht auf, Johannes. Null. Warum wird Gott immer als männlich dargestellt? Die Frage willst du doch beantworten. Nee, ich will, dass du sie beantwortest. Ja, ich finde, das ist immer so... Ella, warum? Mir ist das so egal. Okay, ich nehme eine andere Frage. Nein, ich bin gerade am Antworten. Ist so? Nur... Ich habe damit kein Problem, dass als männlich dargestellt wird. Nee, die Frage ist ja nicht, die Frage ist nur, warum? Ja, weil es im Sprachgebrauch der Vater, der Gott. Deswegen sage ich auch der Gott. Ja. Deswegen finde ich es ja auch schön, dass man sagt, Vater, Sohn, die Heilige Geistkraft. Dass man da guckt, dass man da signalisiert, hey, das könnte auch ein bisschen weibliche Attribute bekommen alles. Aber ich finde, das ist, also mich stört es jetzt nicht so kolossal. Und dann ist aber immer da gleich wieder der Vorwurf, weil du dich damit nicht beschäftigst, nicht reflektierst.
Das glaube ich weniger. Ich glaube, also rein kunstgeschichtlich kann man das relativ easy erklären, warum Gott immer als Mann dargestellt wird. Das hat was mit Repräsentanz zu tun. Wenn Gott den Menschen zum Ebenbild geschaffen hat, dann muss der ja aussehen, dann muss der irgendwie Züge eines Menschen haben. Und was galt lange Jahrhunderte eigentlich als Mensch? Nicht das andere, die Frau, sondern der Mann. Denn wer hat denn gemalt, wer war zugelassen an Akademien, wer hatte die Macht, Künstler einzustellen? Das waren einfach nur Männer. Also es gab gar nicht diese Vorstellung davon, dass die Frau auch das eigentliche Menschsein sein könnte. Jetzt, wenn du das so sagst, will ich auch wieder, dass Gott eine Frau ist. Danke. Aber das ist doch... Sehr schön. Also Manuel, deine Frage beantwortet, warum wird Gott immer männlich dargestellt? Weil sich die Männer das Recht herausgenommen haben, nur sich darzustellen. Aber jetzt wirklich, wirklich dumm. Nein. Ah, du musst mir eine Frage stellen. Du wirkst langsam. Nicht dumm. Ich dachte, wenn ich dir keine Fragen stelle, gehen die Punkte auf mein Konto. Naivling möchte wissen, falls ihr heiratet, zeigt ihr dann hier Fotos oder Videosequenzen? Also, falls wir heiraten werden, wird das Ganze natürlich durch ein gesamtes Videoteam auch festgehalten. Von daher könnte es durchaus sein, dass dann auch etwas zu sehen ist. Aber da das ja momentan noch nicht geplant ist, weil der kleine Drops noch vorgeht, lassen wir das nochmal auf uns zukommen. Hm. Ich wette, alle Pastorinnen Deutschlands werden zu einem Casting antreten müssen. Es gab tatsächlich mal Planungen dazu, aber nicht von mir, was dieses Casting angeht. Okay, dann ist hier nur noch eine Frage. Wie habt ihr euch bei der NDR-Talkshow gefühlt? Ah, das war schon ein bisschen ein Highlight. Man muss es so sagen, eigentlich soll man ja so als Star ein bisschen tief stapeln, aber das war schon unser Highlight, oder? Ja, absolut. Also wir lieben ja auch Barbara Schöneberger und deswegen war es eigentlich ziemlich cool. Absolut, ich meine, stellt euch vor, ihr seid in einem Raum und auf einmal kommt Barbara Schöneberger auf euch zu und begrüßt euch. Nein, also das ist immer so ein Zwiespalt. Man kann natürlich sagen, ja gut, waren ja halt auch nur Menschen, ne? Nein. Aber das war schon ganz schön schön. Und außerdem fand ich es auch cool, dass man mir auf die Garderobe Essen gebracht hat, weil Essen geht immer. Und dann die Frage, reicht Kartoffelsalat, Suppe, Salat und Steak? Und ich dachte mir so, was soll ich denn noch essen? Ja, und Celebration und ganz viele Getränke. Ey, das ist schon ein Luxus, cooles Luxusleben da gewesen. Absolut. Also da hat man sich wirklich mal richtig gut gefühlt. Noch dazu kommt, dass das Team dort vor Ort einfach so nett war, dass man gar nicht so aufgeregt sein konnte, wie man da angereist ist. Also das Herzrasen hat es wirklich nachgelassen zwischendurch. Ihr habt meinen eigenen Gästebetreuer. Ja, also es war auch aufregend. Aufregend, aber auch schön. Ja. So, now you're so, ihr... Okay, ich So, wir sind am Ende angekommen und deswegen ist es, wäre es ganz zauberhaft, wenn ihr uns mit einem Abo bestätigt oder die Glocke drückt oder unter dem Hashtag Q&A weitere Fragen euch einfallen lasst. Was ich auch cool finde, das kommt beim nächsten Mal hoffentlich, es gab so eine Frage, Kaffee oder Tee, das fand ich auch ganz cool. Das würde ich gerne mal machen. Also liebe Community, bitte, bitte schreibt so eine Fragen auf, weil ich will das unbedingt machen und wenn Ellen keine Lust hat, mache ich das allein. Okay, wir können auch mal eine reine Fahrrad Steffi oder Auto braucht ihr nicht stellen, ist ganz klar. Auto? Sowas. Ja, ich hätte da mal Lust drauf. Also, wenn ihr Lust habt auf eine reine Steffi-Folge, dann haut nur raus diese Fragen. Jetzt macht es keiner, die lieben dich alle viel mehr. Nein. Wir lieben euch jedenfalls alle sehr. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Tschüss. Now.